Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Mr. Insane Challenge Break mit dem lieben Chris Gaming. Moin. Ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und yo, in der letzten Folge haben wir hier ein bisschen was gemacht und schreiben wir meinen Konkurrenz hier ein paar Sachen packt, ne? Ja. So ist es also. Mhm. Mal gucken, auf jeden Fall sind wir hier fleißig und dünn. Ja, das gleiche bei mir. Was sind deine? Ja. Das ist Meister auch am Dünn. Hat der schon mein. Warte mal, hat der schon mein Dings angefahren? Hä? Ja. Ich hab gar mal Spur 1. Warte, ich mach mal kurz ein Selo. Jo. Wir düngen dabei doch schön weiter. Und vielen lieben Dank für eure was wollt ihr jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir noch zu machen haben. Aber natürlich werden wir die Sieger sein. Jetzt müssen wir wieder da auffahren. Zu Feld 55. Natürlich bleibt das unser Dünger und Dings, Kollege. Zum Ansehen können wir ja den großen Johnny nehmen. So, was ist das? Das fällt auf jeden Fall auch schon mal. Passend gedüft. Oh, wer stellt denn den Gulli da hin? So, dann fahren wir zum nächsten Feld. So, dann düngen wir noch das Feld. Alles im Weg, ey. Jo, und falls ihr das LU unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, was habe ich denn hier für ein Frisk? So, das war jetzt gerade ein guter Move. Natürlich wird jetzt erst die Challenge mit der nächsten Folge und übernächsten Folge noch spannender. Je mehr Folgen es kommen, desto spannender wird es, ja. Am Anfang ist ja nur schauen, was seine Skills der Gegner hat und ja. Spätestens wenn die ersten Kommentare da sind, dann wird's. Ja. Mal gucken, was er so in meiner Abseits-Story gesprochen wurde hier. Was so die Spionage ergeben hat beim Konkurrenten. Ich dann überlegen. Aber dafür brauche ich ja erstmal ein paar. Aber ich bin da echt skeptisch, was ich machen soll. Was macht denn der Herr Kollege? Welcher Kollege? Ja, du. Ich? Ja.
Ich gucke jetzt ein bisschen rum. Ah ja. Ah ja. Nichts Besonderes hier. Ah, also will er nichts damit mal erfahren da, ha? Soll ich mir ruhig? Ich hole mir, glaube ich, lieber ein Eingang. Ja, ich hole mir einen eigenen, komm. Passt. Oh, der ist aber auch so teuer. 52. Was? Boah. Aha, was wollen Sie denn hier kaufen, ha? Vielleicht was in die Richtung Ladewagen. Ah. Wer weiß. Plant der Herr Kollege irgendwas mit Silage zu machen? Nee. Wie kommen Sie denn da drauf auf einmal? Ja, weil du Ladewagen gesagt hast. Vielleicht brauche ich ihn ja für was anderes. Hm? Nee, hier. Einfach ein bisschen was einfahren hier. Ganz normal, wie immer. Mhm. Das ist er ja. Muss ich mal kurz den Sound leiser. So, da ist ein Schmuckstück. Ansonsten, Sie waren ja schon die ganze Zeit. Was machen Sie gerade so Schönes? Ich bin gerade noch am Düngen. Mhm. Hier oben steht ein schöner Johnny, den würde ich mal mitnehmen. Ja, Finger weg davon. Boah, ein fettes. Aua! Ich muss kurz ins Salon. Jo. Ah, ich feier den Johnny schon. Oh, Maria. So, das war jetzt ein bisschen zu viel, aber naja, es geht schon. Wow, wow. Ja, es tut mir leid, damit wir so fahren. Aber es geht schon dann mit der Zeit besser. Und jo, vergiss natürlich nicht zu spionieren und mir in die Kommentare zu schreiben, was er vorhat. Und dann passt das. Also wie gesagt, bochten werden wir Felder und dann werden wir mähen lassen und dann Silage machen. Ah, da ist ja der Herr Kollege. Werden wir uns einmal umschlägen. Wir fahren natürlich weiter auf den Hof. Und dann war's das. Dann kümmern wir uns einmal um den Hof. Und dann war's das. Bin jetzt wieder gespannt, was er für eine Pläne ausschmiedet. Wieder von meinem Uhr da hier. Aha. Hat eine Abkürzung hier genommen. Wer? Ui, 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 ui. Wer denn? Du. Na. No. Alter, jetzt habe ich mich festgefahren auch noch. Ha. Läuft. Mhm. Danke, dass du mir Platz gemacht hast. Sehr nett von Ihnen. Mhm. Das ist sehr nett von Ihnen, das kommt noch zurück, warten Sie nur.
wenn der Chef einmal das richtige Geschütz aufhört. Oh, oh Mann! Ah, der Gullideckel. Scheiß Gulli, Alter. Das ist kein Gullideckel, das ist ein AK-Schacht. Ist mir egal. Nervt egal wo, immer. Herr Kollege, uiuiui. Junge, 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 Junge. Nicht in Ladebahn, das ist neu. Ah, das haben sie noch auf einem Schrottplatz. Jetzt habe ich mich festgefahren, wollen sie mich eigentlich rollen? Ich muss kurz mal ins Salon. So. Dredede. Oh Mann, ganz schön voll hier langsam der Platz, ey. Ja, schon. Wie wollen wir eigentlich die Zeit machen? Wollen wir die auf 5 verlaufen lassen oder auf 1? Ich glaube auf 5 ist besser, oder? Schreib's doch gerne mal in die Kommentare, das machen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Und ja. Natürlich wieder nicht vergessen, beim Herrn Kollegen spionieren. Also ich würde mal sagen, dass den LU-Mitarbeiter hätte ich jetzt einfach mal für die ganze Challenge so gemietet, oder? Mhm. Guck, der Kollege hier, was ich schon wieder mache. Ja, sicher. Ei, ei, ei. Was ist denn los, Herr Kollege? Nix. Wir hatten eigentlich den Schrotthübel hingelegt, ey. Nichts zu tun, Herr Kollege. Ah, jetzt weiß ich schon, was er vorhat. Aha, der Herr Kollege mit der Seemaschine. Nichts hier. Aha. Naja, ganz normal, der wollte einfach mal ein bisschen spazieren fahren. Ja. Dabei hat er ihn schon gemietet für das restliche Jahr. Boah. So, dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Aber bis weiter geht, das sehen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und natürlich nicht spionieren vergessen, mir die netten Kommentare schreiben und natürlich den Daumen nach oben nicht vergessen. Und beim Herrn Kollegen auch die Bewertung nicht vergessen. Link dazu in der Infobox. Spionieren, Leute, spionieren. Jo. Alles hat die Kollision, ist doch zum... Legen wir uns einmal kurz auf die Lauer. Aber mit der muss ich an. Das gibt's doch nicht hier. Und dann guckt der Kollege hier. Was macht denn hier? Warte, ich muss mal kurz in der Ruhe. So, dann würde ich sagen, machen wir da weiter. Aber wie werden wir wahrscheinlich dann die gepachteten Felder, also Wiesen einmal zu Silage machen für unsere Kühe, dann können wir uns endlich einmal die ersten Kühe kaufen. So, aber dann würde ich sagen, passt das. Jetzt müsst ihr mal kurz was schauen. So, aber dann würde ich sagen,
beenden wir die Folge. Oder warten wir, bis der Herr Kollege da ist. So. Jo, schaut so gerne mal bei ihm vorbei, Spionier nicht vergessen. Herr Kollege? Jo. Dann würde ich mich verabschieden. Jo, ja. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Schaut gern bei ihm vorbei, Link dazu natürlich in der Infobox. Spioniert nicht vergessen. Und mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, was auf was wir gehen sollen. Und ja. Macht's gut. Ciao.